Herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Village. In der letzten Folge sind wir unten durch den Weinkeller, nenne ich ihn jetzt einfach mal, durchgegangen. Und sind jetzt auf der Terrasse ausgekommen. Gucken wir uns mal um, was wir hier noch so finden. Wir wissen, dass die große Frau in dem Haus hier drin ist. Und da ist eine Schreibmaschine, wo ich speichern kann. Sehr gut. Sehr gerne, danke. Nice. Okay, hier ist nichts hinter. Okay. Also ist ja einfach nur ein kleiner Safe Room. Is it. Alles klar. Dann gehen wir mal weiter. Na, ey, es war so klar. Die sieht uns nicht. Mother Miranda, I regret to inform you that Ethan Winters has escaped that fool Heisenberg. Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him... No, Mother Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. To hell with the ceremony! That man will pay for what he's done! Ich hab gar nichts gemacht. Die ist stark. Sind das nicht Vampire? Und wenn ja, obwohl, ist sie ein Vampir? Das weiß ich gar nicht. Weil die hatte ein Spiegelbild. Hör mal, du bist ja jetzt weg. Ich guck mich mal hier um. Mutter rief uns zu sich, um zu entscheiden, was mit dem Vater des Kindes geschehen soll. Noch so ein Familientreffen. Als ob diese Missgeburten meine Geschwister wären. Allein bei dem Gedanken wird mir speiübel. Besonders Heisenberg. Heisenberg, dieser Schwachkopf. Selbst die Schweine im Wald haben bessere Manieren. Wenn Mutter nicht dazwischen gegangen wäre, hätte ich ihn an Ort und Stelle zerstückelt. Warum nur? Warum behandelt sie mich wie die anderen? Sie gab mir dieses Schloss, hörige Töchter, ewiges Leben. Also muss ich doch etwas Besonderes für sie sein. Bin ich nicht besonders? Ich brauche einen Drink. Alkohol ist nicht die Lösung. Oh ja, stimmt. Wir sind ja wegen Rose hier. Da war ja was. Moin. Okay. Also wir haben jetzt den Schlüssel. Das heißt, wir kommen jetzt da raus. Ich mache auch erstmal hier auf. Hi! Mary. All this for a child who isn't even here. What the hell do... You ungrateful, selfish wretch. You come into my house. You lay your filthy man hands on my daughters, and now you even try to steal my property! Yo! Rest while you can, because I will hunt you, and I will break you! Go ahead, do your worst! Hör mal, mach du mal, was du... Alter, ist die stark. Ihr habt doch meine Tochter genommen. Sonst wäre ich doch gar nicht hier. Ich will doch gar nichts tun. Ich will doch wirklich nichts Böses.
Ich nehme meine Tochter und dann bin ich wieder weg. Okay. Machen wir mal auf. Hier ist wieder zu verwinkelt. Hier kommt doch bestimmt was. Die Mucke gefällt mir ja nicht. Also wirklich gar nicht, gar nicht. Tut mir leid, wenn ich mit der Maus immer so ein bisschen schnell hin und her gucke. Aber ich traue hier nichts und niemandem. Okay, da kann ich aufmachen. Schön. Kann ich dich einfach zum Duke? Der ist nett. Mach auf. Irgendwas kommt. Oh, was? Like I'd let you get away. You'll be sliced to ribbons. Before you ever see it. You will learn what it means to insult a dummy task. Na komm. Na komm, trau dich. Die kommt. Ja, danke. Ich kann keine Waffe gerade nehmen. Oh mein Gott. Warte mal ganz kurz. Einen Moment. Danke. Ethan, heil dich. Heil dich doch. Ach du Scheiße. Ich kann mich nicht mal heilen. Alter. Die ist ja komplett loco. Okay, also ich muss dran denken, wenn die mir die Hand abtrennt, ich kann mich nicht heilen und ich kann keine Waffe benutzen. Das heißt, wie ich es gerade gemacht habe, war gut. Ausweichen, aufmachen und wieder ausweichen. Kriegen wir hin, wir kriegen das hin. Ja, schneid ab. Frech ist das. Frech ist das. Like I'd let you get away. You'll be sliced to ribbons. Before you ever see. Junge. Ist man an eine Football-Karriere oder so gedacht? Du bist echt stark. You will learn what it means. So, wie gerade. Hallo. Ja, danke. Mega. Na komm. Junge, ist die schnell. Mach auf. Die kommt. Die Frau kommt. Na komm. Na komm. Schnell bist du ja auch noch, ey. Run like a motherfucker. Warum? Lass mich doch bitte einfach in Ruhe. Ich mag dich nicht. Ah. Wo ist sie? Da. Renn. Ethan, renn. Wo muss ich überhaupt hin? Hier. Ich hätte runtergemusst. Junge, es ist too intense. Okay.
Mach schneller auf! Mein Gott! Running will get you nowhere! Sicher, ich bin weg. Ja, das wird die Blutung stoppen. Klar. So funktioniert das. Ethan, hör mal. Super. Jetzt kann er die sogar wieder bewegen. Man, screw this castle. Was ist das bitte für so ein Wundermittel? Du einen gehört? Ey! Oh! Alter, machen wir Cash! Ich höre doch Leute! Verarscht mich doch nicht! Da ist doch einer über mir. Hier da hinten. Sniper. Bam. Wo kommt ihr denn alle auf einmal her? Ja, komm. Oh, wow. Wow, oh Gott, Lukas, konzentrier dich. Weg ist er. Ich weiß nicht, ob der letzte Schuss notwendig war, aber egal. Okay, ich weiß nicht, wo ich da hinkomme. Hör mal, guck mal. Wollte schon sagen, mit dem Schütze von der kommen wir doch überall hin jetzt, oder? Noch mal eine Karte. Nice. Der Konzertsaal. Cool. Oh, was ist hier los? Der Lippenstift der Herrin ist unauffindbar. Wer ihn findet, möge ihn in ihr Badezimmer zurückbringen. Er ist eine Spezialanfertigung und sehr wertvoll. Okay. Da kommt doch jemand. Was geht ab? Ein Tag nach der Behandlung. Die drei Mädchen bewegen sich nicht mehr. Sie wirken fast wie tot. Aus dem Mund der Ältesten kam ein Insekt geflogen, bei dem es sich um eine gemeine Fliege zu handeln scheint. Zwei Tage seit der Behandlung. Alle drei Körper sind von Fliegen bedeckt. Es scheint, dass sie das Fleisch der Mädchen verzehren. Als ich ein Fenster öffnete, fielen ein paar der Fliegen tot zu Boden. Die Kälte scheint, sie erstarren zu lassen. Ich habe umgehend das Fenster geschlossen, um eine weitere Schwächung der Insekten zu vermeiden. Vier Tage seit der Behandlung. Alle drei Körper sind fast vollständig von den Insekten aufgezehrt. Es sind lediglich dunkle, sich windende Kreaturen übrig, die entfernt an menschliche Gestalt erinnern. Es ist jetzt kurz nach Mittag und die Insekten beginnen, ihre Farbe zu wechseln. Die im Gesicht werden blass, um die Lippen herum werden sie tiefrot. Sechs Tage seit der Behandlung. Die Masse aus Insekten hat sich in menschliche Körper zurückverwandelt. Alle drei Mädchen sind aufgewacht und haben mich wie Neugeborene angesehen. Ich spüre die Verbindung zwischen uns, wie Mütter und Töchter. Ich habe bereits Namen für sie. Bella oder Bela, Daniela und Cassandra. What the fuck?
Okay, also waren das auch mal ganz normale Mädchen. Da ist doch einer. Oder? Komm mal. Ey. Tschüss. Dass du noch aufstehst nach so einem Schuss. Ist halt wirklich frech. Okay, ich guck mich noch mal ein bisschen um. Da hinten ist einer. Hey, Manfred. Willst du auch einen Schuss abkriegen? Komm her. Und noch ein. Bastard. Ah. Das ist, nehme ich an, für so ein Labyrinth bei dem Duke. Okay, da kann das. Da kommen wir runter. Ich lade mal nach. Ist noch wer bereit zu sterben? Weil ich nicht. Sieht's eigentlich aus? Okay, lebensmäßig sieht's okay aus. Nice. Oh, Metallreste. Auch gut. Immer Loot mitnehmen. Oh, wir erfahren weiteres. Wissenschaftlicher Name, Venus. Größe 5 bis 6 cm. Ähnliche Körperstruktur wie die von Schmeißfliegen, wobei sich am Kopf Unterschiede zeigen. Sie sind Fleischfresser und äußerst aggressiv in ihrem Fressverhalten. Auf Beutejagd versprühen sie Pheromone, um sich zu sammeln und die Gestalt eines Menschen zu imitieren. Sie können sich nicht selbst reproduzieren, sondern entstehen, wenn ein Kadu-Eier in seinem Wirt liegt. Sie reagieren empfindlich auf plötzliche Temperaturstütze. Fällt die Temperatur unter 10 Grad, reduziert sich ihr Stoffwechsel um das absolute Mindestmaß und ihr Körper versteift sich. Man könnte dieses Phänomen vielleicht mit der Kryptobiose bei Bärtierchen oder Polypedilum van der Planckii vergleichen. Fragezeichen. Bin ich ehrlich, war auch meine erste Vermutung, dass das Polyplank... Keine Ahnung, Alter. Ich erzähl Bullshit. Okay. Was erwartet uns hier hinter? Ach so. Klar. Freunde. Ihr wollt aber auch durchgehend was, ne? Warum schieße ich von so weit? Ich bin nicht gut. Geh weg mit deinem Schwert, Mann. Es gibt mittlerweile Pistolen. Get on my level. Okay. Nee, ich will hier hin. Ey, wie viele seid ihr denn? Ich habe gleich keinen Schuss mehr. Lass mich zum Du. Okay, den nehme ich schon mit. Ja. See, there you are. Nee, ich bin hier gar nicht. Hör mal. Hört das denn nie auf? Die kriegt mich nicht. Okay, pass auf. Das ziehen wir jetzt noch durch. Wir gehen raus an der vorbei und verpissen uns ins Speisezimmer. Kommen wir da überhaupt rein? Ja, doch, klar kommen wir da rein. Wir sind ja hier durch rausgekommen. Und verpissen uns direkt zum Duke.
Meint ihr, die Luft ist rein? Niemals. Ich sprint da jetzt raus und warte, wo muss ich da lang? Raus und rechts. Ha! Oh. Geronimo! Hi, na? Tschüss. Wait long. Renn! Moin, Meister. It's a pleasure to see you safe. How were things? No sign of Rose. I'm so sorry it turned out that way. Well, you'll find your way to her once you're out of this castle. Do you have need of anything for the road ahead? Welcome, welcome. You're sure to find something new. Seeking something that machen wir noch. In particular. So, wir verkaufen erstmal ein paar Sachen hier. Die ganzen Schädel weg. Torso behalten wir. Entspannt, das gibt wieder gut Moneten. Wir haben jetzt 8.900 und wir kriegen jetzt nochmal 3.600 dazu. To think I would buy such things. So, was hat er denn noch? Okay. Werkstatt. Unsere Waffen sehen tatsächlich sehr, sehr gut aus an sich. Aber okay, Feuerkraft kann ich nicht modifizieren. I'm skilled at all sorts of weapons modifications. Vielleicht sollte ich mir echt sowas holen. Erhöht die Magazinkapazität beträchtlich. Das könnte ich eigentlich mal machen. Das klingt echt gut. Looking forward to testing it. Klar, sofort ausrüsten. Zack, sehr gut. Flintenmunition, nee. Scharfschützenmunition. Es gibt also eine Sniper. Das ist natürlich geil. Okay. Kann ich nochmal eine verbessern vielleicht? Okay, nee, das kann ich nicht. Kann ich auch nicht. Ja, ist ja nicht schlimm. Please come again. Kommt hier nicht rein, ne? Ich speichere lieber. Ey. So, erstmal gespeichert. Können wir noch was herstellen? Wäre nämlich nicht schlecht. So. Erste Hilfe. Haben wir noch zwei angeblich? Haben wir? Haben wir. Ah ja, ich konnte das ja. Stimmt ja. Okay, wir haben jetzt 16 Schuss im Magazin. Das ist geil. Entspannt. Boah, ja, das war eine Reise. Dann danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.